Das ist die böse Nikita. Ja, hallo und herzlich willkommen mit dem Donnerschlag hier bei The Hunter Call of the Wild. Ruf der Wildnis. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mit dabei ist der Andreas. Hallo. Der Andreas hat gerade eine Herde entdeckt, ist auf dem Weg hierher, von daher wird es noch ein bisschen dauern. Ich hatte gerade 3 Wildschweine vor mir und hat keinen getroffen. Das ist halt schade. Aber außerhalb der Aufnahme wäre es eh nicht schön gewesen. Zumindest für euch. Ich hätte es euch natürlich dann im Nachhinein gezeigt, aber ja. Wir sind hier bei Regen auf unserem undichten Hochsitz. Und ich hoffe, die kommen gleich wieder. Also 3 Wildschweine. Das wäre schon schöne Punkte. Ich habe leider keinen Caller für Wildschweine. Daher call ich noch das Reh, was in den Bergen wohl ist. Ja, ich denke, der Regen wird auch gleich wieder aufhören. Ja, ich schaue noch auf die Seite, weil hier auf der Seite sind ja, ist ja die Fressstelle für die Füchse. Hinter dem Berg zumindest. Aber wie gesagt, ich habe bis jetzt noch nicht einen gesehen. Ich wüsste nicht, warum sich das dann auf einmal ändern sollte. Ja, richtiges Mistwetter, ne? Bitte? Sehr schön, ein Bock. Ja. Ja, der Andreas, der hat... Ah, Damhirsch. Boah, Trophäenpunkte. 142,95, du Tier. Ja, auf der Seite ist eher weniger. Trotzdem zwischendurch mal schauen. Ja, vorhin habe ich mich auch umgedreht und auf einmal standen da 3 Wildschweine. Also. Es kann auf einmal schlagartig gehen. Ja, ich habe noch Probleme mit... Ah, da sind sie wieder, ne? Da haben wir sie wieder. Die kommen immer wieder. Was haben wir hier? Das ist das Weibchen. Auch ein Weibchen. In der habe ich das Männchen vor uns getroffen. Dann müsste ich nachher nochmal losziehen. Ja, ist auf jeden Fall rot. Ich versuche es nochmal jetzt zu schießen. Also das Weibchen. Nehmen wir doch erstmal das andere. Ich glaube gar nicht, wie schwer das ist, wenn die Luft auf einmal hier ausgeht. So. Glaube ich. Ah. Müssen wir mal schauen, wenn jetzt. Bist du das? Hast du gekonnt? Ah, okay, dann hört man es doch wieder laut. Okay. Weil du bist ja noch weit weg, oder? Ja, 1,1 Kilometer, okay. Aber die Windrichtung, die passt. Für dich jetzt, oder was meinst du? Ja, in meiner Linde. Ah, okay.
Ja, schon wieder was? Kann sein, dass sie schon wieder rauskommen. Wie gesagt, wenn gleich nur noch ein Wildschwein rauskommt, dann wissen wir, dass wir die anderen zwei getroffen haben. Dann werden wir uns mal auf den Weg machen. Jetzt in deine Richtung. Wildschwein. Mal beobachten hier ein bisschen. Müssten ja gleich wieder rauskommen. Welche Richtung siehst du denn? Ich schaue in Richtung Süden. Ja, so leicht neben Süden. Leicht Richtung Westen, aber grobe Richtung ist Süden. Und du kommst bei mir aus dem, ich glaube, Norden. Ja, du kommst aus. Ne, wo bist du? Oh ja, Aus dem da. Norden kommen wir. Ja. Nordwesten, ja. Doch wieder schleichen. Wie gesagt, das männliche Milchschwein ist nicht wieder zurückgekommen. Ich hoffe, dass es tot ist. Und wie gesagt, wenn jetzt gleich nur ein Wildschwein wieder auftaucht, dann weiß ich, das habe ich das andere Weibchen auch erwischt. Schauen. Ob oder ob nicht. Versuch's jetzt halt mit einem Reh-Call. Aber ein Reh ist war hier auch noch in der Nähe, von daher ist es eigentlich nicht so schlimm, wenn. Ja, ich gehe jetzt mal runter. Ich guck mal, ob ich nicht doch die Wildschweine erlegt habe. Also die zwei zumindest. Da ist es. Ah, da ist es Reh. Ich habe es Reh. Das wäre schön. Es rennt hier echt außen lang die ganze Zeit. Okay. Mal schauen, ob wir es getroffen haben. Ich vermute fast nicht. Ich habe sogar soeben den Ruf eines weiblichen Wildschweins wahrgenommen. Okay. Das ist schlimm, wenn du nur einen Schuss hast, schießt auf das Reh und dann. Nicht weiß, ob er getroffen hat oder nicht. Gleich schauen. Wildschwein, ah, hier hat's gefressen. Er wird schon was.
Hier war da auch ein Reh. Warum sind denn nur Wildschwein für Spuren? Die Richtung. Ich glaube, ich habe es nicht getroffen. Kein Blut, nix. Doch wieder typisch, erst lange nichts. Ich hab grad ein Reh. Sporen. Türschritte. Das ist hier hinter dem Gebüsch. War es leider nicht. Ja, erst lange nichts und dann geht's unten, ne? Ja, und dann so viel, dass man doch nichts trifft. Reh ist nicht verletzt. So, ich gucke jetzt mal nach den Wildschweinen. Die Treffer werden angezeigt auf der Karte. Und ist auch dunkelrot alles hier. Von daher hoffe ich, dass ich die Wildschweine habe. Komm jetzt zur Tür, ich will auch einen Wildschwein schießen. Ja. Nur du bist. Ja. Oh, hier sind kleine Ferkel. Kann nicht gut sein. Könnte sein, wenn dich die Bache entdeckt, dass sie dich überrennt. Ja, doch nicht, das waren Hasen. Ich dachte echt, das waren kleine Ferkel. Kann man sich täuschen.
Ja, weil die kam hier genau aus dem Gebüsch raus, wo ich auch die letztendlich die Tiere rauskamen, die Lösung. Frisch, okay. Hier raus. Ah, da ist Blut, das ist schon mal sehr gut. Tödlicher Treffer, das ist gut. Das Reh kann mich nicht ärgern. Da ist wieder Blut. Blutspurmittel. Wieder Blut. Da liegt's, glaube ich. Sehr schön. Aber es ist das Weibliche. 65 Kilo. Nochmal nach da, wo ich den männlichen getroffen habe. Mal gucken. Ob ich den auch tödlich oder nicht. Also langsam kommt man zu was, ne? Manchmal ja. Noch keine Punkte, aber. Noch keine Punkte zu vergeben. Punkte kriegen wir schon die ganze Zeit. So ist es nicht. Aber der Regen, der ist heute laut hier. Okay. Liegen tut er. Bitte? Liegen tut er. Wer liegt? Der Rehbock. Ah, okay.
Okay, scheinbar habe ich den männlichen nicht getroffen. Schade, schade. Nochmal, was hier die. Aber eigentlich sagt er hier. Treffer. Genau hier an der Stelle, mal gucken. Lauf mal hinterher. Wieder den anderen verloren. Ja, und damit verabschiede ich mich erstmal für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst einen Daumen da. Ja, ein bisschen auf Wildschweinjagd waren wir heute. Morgen wird Andreas bestimmt wieder bei uns sein. Oder dabei ist er, aber auch sichtbar. Und dann schaltet einfach wieder ein. Bis morgen. Tschüss.